Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Wir starten heute schon mal im Fahren, weil man mag es gar nicht glauben. Ich habe tatsächlich mal mich schon ein bisschen vorbereitet. Wir müssen das Drogenversteck finden. Wir fahren jetzt zu dem Fragezeichen da nicht hin. Nee, Nester verbrennen. Machen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe mich schon mal ein bisschen vorbereitet und da kamen gerade Wölfe, deswegen mache ich die Anmoderation heute mal im Fahren. Eine andere Sache noch, wenn ich jetzt hier mal kurz stehen bleiben kann, bevor wir jetzt ankommen, weil wir suchen immer noch das Drogenversteck. Das ist jetzt die Aufgabe, die wir machen müssen. Und eine Sache kündige ich aber jetzt noch an zum Zweck Spielverlauf. Es ist ja dann doch sehr Open-World-lastig, mit sehr viel Survival rumsuchen, irgendwas bauen und so. Das sind so Sachen, die sind für ein Let's Play nicht so interessant. Und ich werde es so machen, also es wird schon vorkommen, dass ich in der Folge jetzt hier und da auch mal ein bisschen rumlooten werde. So eine Folgen werden dann aber definitiv länger. Ich tendiere eh dazu, dass ich Folgen in dem Spiel hier generell länger machen werde. Einfach nur, damit ihr als Zuschauer auch etwas sehen könnt. Ne, ihr wollt ja nicht einfach nur, ihr wollt nicht 20 Minuten lang sehen, wie ich von einer Kiste zur nächsten laufe und mir da Sachen angucke und raussuche und dann ins nächste Haus gehe. Das ist nicht der Sinn von so einer Folge, das macht euch dann auch keinen Spaß, deswegen werden die Folgen länger. Ich denke mal, wenn da wirklich ein paar mehr Loot-Sachen drin ist, so sage ich mal so 40 Minuten im Schnitt, 30, 40 Minuten. Ich denke mal, ich werde die Folgen jetzt generell hier so auslegen, weil es ja doch sehr auf Erkunden und so ausgelegt ist. Ich werde dann aber auch so einige Sachen, ich werde mir Mühe geben, so schon so ein bisschen strikt der Story zu folgen, werde einige Sachen zwischen den Folgen erkundigen, die ich halt nicht mit aufnehme. Sollte denn aber doch etwas kommen, was dann spannend ist, entweder bringe ich das mal in so einer Special-Folge oder ich nehme es dann halt mit auf und schneide es an irgendeine Folge hinten mit ran. Also, falls ihr mal eine Folge sehen solltet, wo denn nach der Abmoderation noch ein Stück kommt, dann ist das so etwas, wo ich dann vielleicht doch was Spannendes entdeckt habe, damit ihr das dann halt auch sehen könnt. Könnte ja manchmal spannend sein. Und ansonsten erzähle ich euch einfach zwischen den Folgen, wenn ich was gemacht habe, was ich gefunden habe, was ich aufgebaut, ausgebessert habe oder so, damit ihr da so ein bisschen up-to-date seid. Und ich denke mal, das ist so der beste Weg, um dieses Let's Play auch ein wenig spannend zu gestalten, aber damit ich auch auf meine Spielspaßkosten komme. Ich denke, das ist ein schöner Mittelweg. So, und jetzt wollen wir mal los. Wir sind ja schon gleich da. Wie voll ist mein Tank eigentlich? Wo sehe ich das eigentlich nochmal? Ich sehe da zwar die Tankanzeige, aber was, das muss repariert werden? Ach du Kacke, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie repariere ich nochmal Sachen? Ist jetzt meine letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen her, ne? Ich habe vergessen, wie es geht. Muss ich es reparieren? Muss ich es wirklich reparieren? Oder ist das jetzt einfach nur, dass ich nicht wegfahre? Ich weiß es nicht. Ist hier nicht die eine gestorben? Hä, wo ist denn ihre Leiche hin? Ach, da. Oh, jetzt können wir sehen, wie sie... Oh, er hat sie eiskalt erschlagen auch noch, Alter. Oh, übel. Wie scheiße er doch ist. Und ich habe ihn verschont, weißt du? Wenn ich mich richtig erinnere, war das hier so eine Nebenaufgabe, ihre Leiche zu verbrennen, ne? Sie war eine von uns. Verbrenne Alvarez Leiche. Ja. Habe ich denn irgendwas, um sie zu verbrennen? Kann man das irgendwie so machen? Ich habe keinen Benzinkanister oder so. Entschuldigung. Ich trappel erstmal auf ihr rum. Schauen wir mal. Inventar. Was habe ich denn? Ich habe ein paar Waffen. Ich habe jetzt so nichts zum Verbrennen. Vorräte. Doch, ein Molotow. Na klar. Wie wähle ich sowas denn nochmal aus? Ich habe echt gar keine Ahnung mehr, wie ich Sachen auswähle. Ach, hier. Molotow. Genau, da. Und dann verbrennen wir die Leiche mal und dann soll sie in Frieden ruhen. In Frieden. Sie kriegen dich nicht. So. Fortfahren habe ich. Jagd auf Leon. Ziel Leon ist sein Drogendieb und ein Mörder und auf seinen Kopf ist Geld ausgesetzt. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich ihn nicht laufen lassen. Waffe nachladen und dann schauen wir mal hier. Ist auch die Frage, ob es wirklich schlau ist,
hier mit dem Dings rumzurennen. Ich denke nämlich eher nicht, weil das nicht so schlau ist. Meine Güte. Jetzt hing mein Kopf aber gerade echt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Und nach Möglichkeit alles leise töten. Alter, wie der Elch aussieht. Hirsch, meine ich nicht Elch. Ich finde es auch interessant. Also die scheinen ja auch hier zu sterben, wenn man denen nicht den Kopf kaputt macht. Finde die Engelstatue. Naja, sollte ja auf so einem Friedhof leicht zu finden sein, oder was? Hier ist auf jeden Fall Zeugs. Was ich nicht brauche, weil alles voll ist. Moment mal. Eine können wir herstellen. Kann ich eine wieder mitnehmen? Wie jetzt? Warte mal, die Engelstatue soll aber schon in dem Bereich hier sein. In dem Bereich, wo... Warum liegt denn hier noch mehr? So viele Flaschen, da haben sie ja heimlich gesoffen, weißt du? Engelstatue. Oh, das sieht wie eine Engelstatue aus. Was ist das? Ach ne, das brauche ich nicht. Da ist meine Axt ein bisschen besser, aber meine Axt ist fast kaputt. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Oh, damit hat er sie umgebracht. Oh, vielleicht da drin. Deswegen hat er sie auch getötet. Weil sie es wahrscheinlich gesehen hat. Ich weiß nicht mehr, was er uns am Anfang erzählt hat. Ich hab's echt schon wieder vergessen. Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Was ist denn hier jetzt auf einmal los? Werde ich gerade von einem Hubschrauber verfolgt? Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Ein Heli? Was erzählst du da? Der Nero Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie machen. Mach bloß keine Dummheiten. Ich doch nicht. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Gute Nacht. Mir ist das ein bisschen zu laut mit dem Schießen, aber ich glaube, ich kann das nicht ändern. Müsste ich Effekte runterstellen, aber dann hört man auch andere Sachen gar nicht mehr. Das wäre doof. Ich hatte jetzt schon gerade ganz so ein bisschen so die Angst, wo ich jetzt dachte so, okay, warum konnte ich denn damit jetzt trotzdem noch nicht fahren? Ich habe doch noch Sprit. Hä, ich soll doch die Kiste jetzt nicht zu Fuß wegbringen, oder doch? Wozu? Warum kann ich die nicht auf mein Bike legen? Was soll das? Doch, geht doch. Was bedeutet denn dieses Symbol da? Repariert ist es jetzt schon. Ach so, das war halt wirklich nur eine Blockade, damit ich nicht einfach so wegfahre. Komisch, aber na gut. So, aber als gerade der Heli kam, weil er meinte ja, ich muss jetzt nur überlegen, wem ich das gebe. Ich dachte halt, das sind jetzt Leute, die mich verfolgen wegen der Kiste. Ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass es innerhalb dieses Spiels schon merkwürdig ist, dass hier ein Heli rumfliegt. Wow, 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 warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Oh. Soll ich da mal hinfahren? Ja gut, mir bleibt jetzt alles übrig. Quest-Symbol sagt, ich soll. Einige Fahrzeuge verfügen noch über funktionierende Alarmanlagen. Wenn du sie auslöst, werden Gegner in der Umgebung alarmiert. Ja, das weiß ich schon. Diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Halte R2 zum Zielen gedrückt und tippe zum Abfeuern der Waffe R2. Das ist ein geiler Tipp. Ja, Freund oder Feind? Das ist die Frage.
Forscher. Was zum Teufel machen die hier? Das muss ich mir ansehen. Mal sehen, was die vorhaben. Okay, ich muss leise sein. Nero. Soldaten und Forscher von Nero tragen spezielle gepanzerte Hazmat-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas. Ja, das wissen wir alle schon. Ich sehe nicht. Okay, man kann sie also nicht umbringen. Es fängt an zu regnen. Könnte die Freaks auslocken. Scheiße. Einen Stein werfen, das würde sie ablenken. Steine, Steine, Steine. Da. Was war das für ein Geräusch? Ja, geh mal nachsehen. Stand noch nicht mal im Dienstplan. Beschwer dich beim Boss. Sehe ich aus wie der Boss? Da sind ja viele Büsche. Ja, zum Kotzen. Lass mich raten. Du bist lieber in den Bärnöppeln. Knie-tief in Kieferscheiße. Alter. Hä, was ist das denn? Ich habe keine Zeit hierfür. Zur Hölle machen wir hier überhaupt? Schmidt, ist unser kleines Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Oh Scheiße, hat er mich gesehen? Shit. Alles klar bei dir? Hm. Das Beil ist besser als die Spitzhacke. Gott, ich hasse den Scheiß. Ja. Hau mal ab da jetzt. Ach, er ist ja schon gegangen. Ich muss mal ganz kurz wieder in den Optionen, Leute. Ich weiß, ne? Ich und die Einstellung. Ich muss die Dialoglautstärke ein Stück höher stellen. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven nachtaktiven Status zurückentwickeln, scheint mir immer wahrscheinlicher. Ende. Gehen Sie nicht rein. Dr. O'Brien. Haben Sie nicht gehört? Er ist nicht tot. Wenn O'Brien nicht im Flüchtlingslager gestorben ist. Was ist dann mit Sarah passiert? Nein, 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 vergiss es, das kann nicht sein. Von mir war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt? Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt? Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King Mine. Mein Gott. Einer hat meinen Kopf als zerfetzt, als würde er eine Banane drehen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Meine Güte, komm. Mein Gott, das tut mir leid. Die Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, komm. Die Höhlen versiegeln? Ach, klar, als ob das irgendwen kümmert. Hm. Kehre zu deinem Bike zurück, na gut. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Also ich hoffe, man konnte ein bisschen was verstehen. Also selbst ich hatte ein bisschen Probleme und ich höre ja in der Regel eigentlich alles ein bisschen lauter. Ich hoffe, man konnte es verstehen. Vielleicht sollte ich... Habe ich nicht eigentlich eh die Untertitel an? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Yeah. Was ist denn jetzt hier mit eigentlich? Was ist denn das? Ja,
Gut, passiert nichts. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade in so einem Gebiet bin. Ist wahrscheinlich irgendein Sammelgegenstand. Ich muss im Gebüsch bleiben, muss ich mich nicht sehen. Na ach, wat. Wow! Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Geht mal weg da, jetzt alle beide. Habe ich noch einen Stein in der Hand? Jetzt hat er das gehört, aber nicht der hier. Mindestens ein paar Dutzend. Hast du Hunger? Jetzt ja. Nein, komm nicht hierher. Ach du Kacke. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Vor allem, wie ich automatisch auch leiser werde, weil ich Angst habe, die hören mich auch in echt. Ich schleiche mich jetzt hier einfach hoch und gut ist. So. Schnell weg hier. Die haben mich nie gesehen. Ich war niemals hier. So, schnell jetzt hier. Husch, husch. Ach, schon interessant. Warum versteckt er sich vor denen? Das ist mir noch nicht ganz klar. Weil die scheinen ja... scheint zu forschen. Die Finger zurück! Aufladen, aufladen! Los, los, los! Los, los, los! Los geht's! Ja gut, man weiß nicht, was die Regierung halt gemacht hat, ne? Und er hat ja, glaube ich, eh einen Hass irgendwie auf den, weil ja in so einem Hubschrauber wurde doch auch seine Frau, Freundin mitgenommen. Von der hat er jetzt auch geredet. Jetzt hat er, glaube ich, so einen kleinen Hoffnungsschimmer, sie könnte vielleicht noch leben. Die Suche nach Nero. Ziel Nero, die National Emergency, bla bla bla. Was macht die hier? Ach so, die kann man also öfter finden. 7% bei Erinnere. Ich erinnere mich. Oh, Herstellungsrezept. Rückstandbolzen. Cool. Rückstandsbolzen. Lassen Gegner aufeinander losgehen. Benutze sie, um Chaos und Verwirrung zu stiften. Das ist nicht mal unbedingt verkehrt. Ja. Ich dachte, da ist was drin. Da nehmt nicht. Ich muss bald Benzin nachfüllen. Boozer, hörst du mich? Boozman, kommen! Nick, hey, ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien, du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three Finger Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Oh, ich wollte das nicht, entschuldigt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Nero. Oh mein Gott! Ich hab ihn! Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Nero. Er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Ich? Nicht? Mach ich nicht, Boozer, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Melde mich später nochmal, gegen Ende. Wie viele Drifter habt ihr heute schon gekillt, ha? Ja, das denke ich mir, wenn ich euch sehe. Was? Boozer, hörst du mich? Ja, Dick. Geregelt. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Die Kleine. Ob da was drin ist? Ich
Ich kann nicht anders. Also hier muss ich kurz gucken. Scheiße, ich komme hier gar nicht durch. Ah! Nein, nein, nein! Nein, Korb, die nicht sterben, nicht sterben. Sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest. Alter! Na, wie ist das? Oh je, er hat so viel Wut im Bauch. So, wir müssen hier irgendwie durch, aber ich brauche auch echt Benzin für meine Karre. Das funktioniert sonst nicht mehr. So, dürfte reichen zum Durchkommen. Nee, ne? Ach, hör doch auf. Ein Wolf. Alter. Hab dich. Oh, fuck, 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 fuck. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Nein! Er bringt mich um. Au, oh, scheiße. Mist, aber hätte ich den auch noch ausweiden können. Oh mein Gott. So gut. Na gut. Ich würde sagen, ich suche mir denn einen Weg durch diesen Tunnel. Dann kann ich den noch ein bisschen erkunden zwischen den Folgen. Und beende hier logischerweise dann damit auch erstmal die Folge. Und wir hören uns dann, wenn ich kurz vor diesem Questmarker bin. Oder sagen wir mal, wenn ich hinter dem Tunnel bin. Hörst du mich? Boozman, kommen! Ach, jetzt fängt er damit wieder an. So, wenn ich dann hinter dem Tunnel bin, weil dann kann man vielleicht noch ein paar interessante Dialoge mithören. Die sind ja nicht immer verkehrt. So, alles klar. Ich bedanke mich aber wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mich beim 739. Tag, den ich mittlerweile schon überlebt habe, begleitet habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und ich würde sehen, dass euch das gefällt, was ich hier so mache. Und ja, ihr könnt auch gerne auf dem Wandelbar-Kanal vorbeischauen. Da gibt es öfter lustige Livestreams. Und natürlich auch ein paar Let's Plays, andere Sachen, andere Videos. Guckt einfach rein, macht euch selbst ein Bild. Sind auf jeden Fall nette Leutchens da. Ja, und ich bedanke mich. Und wir sehen und hören uns. Sehen, hören wir uns. Sehen tun wir uns nicht, aber wir hören uns beim nächsten Mal. Ich und die Abmoderation. Alles klar, macht's gut. Tschüss.